Hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute Abend erwarten wir Besuch und heute gibt's eine deftige Gulaschsuppe. Viel Spaß beim Zusehen. Und hier sind unsere Zutaten. Butterschmalz zum Anbraten, 1 Kilo Rindergulasch, grüne, rote, gelbe Paprika, insgesamt 4 Schoten, 2 Möhren, 4 Kartoffeln in Würfel geschnitten, 4 gehackte Knoblauchzehen, Rinderbrühe, davon brauchen wir ca. 1,5 Liter, Majoran, Petersilie, eine große Gemüsezwiebel, 4 Lorbeerblätter, Tomatenmark, davon brauchen wir 2 Esslöffel, Paprika edelsüß und rosenscharf. Was haben wir noch nicht? Und wer es nachher ein bisschen schärfer mag, Paprikapulver. Dann kommen 300 Milliliter Wein rein, Salz und Pfeffer. Okay, das war's auch schon. Und jetzt geht's los. Die Kohlen sind jetzt vorbereitet. Unten haben wir 14 Stück. Jetzt wird unser Pott vorgeheizt. So, circa 5 Minuten, denke ich mal. Und dann geht's weiter. Ja, der Butterschmalz ist jetzt vollkommen aufgelöst, fast. Bis auf das kleine Stück hier, aber das ist nicht so schlimm. Und jetzt geben wir die Gulaschstückchen rein. Die werden jetzt circa 5 Minuten angebraten. So, ich sag mal einfach, dann sehen wir uns wieder. Fleisch haben wir jetzt angebraten. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Jetzt noch der Knoblauch. Das verrühren wir jetzt alles. So. Und das Ganze lassen wir jetzt ca. 5 Minuten mitdünsten. Jo, 5 Minuten später. Zwiebeln und Knoblauch sind mit angedünstet und jetzt kommt der Rotwein ins Spiel. So. Jetzt 1 Liter von der Rinderbrühe. Da füllen wir aber dann nochmal 500 Milliliter nach, ne? Ja, mal gucken, wie die Konsistenz ist. Okay. Schauen wir mal. Jetzt unsere Paprika. Und die Möhren. Kartoffeln und Petersilie machen wir circa halbe Stunde vor Schluss. Halbe Stunde vor Schluss rein. Wir würzen das Ganze jetzt, dann geht der Deckel drauf, ein paar Kohlen kommen noch oben mit drauf, das zeigen wir euch dann noch. Ja, dann geht's weiter. Ich denke mal, die ganze Sache wird so 60 Minuten. Na, 2 Stunden werden wir wohl brauchen, damit die Suppe schön wird, sämig und überhaupt. Okay, schauen wir mal. Wir melden uns gleich wieder. Gute 1,5 Stunden sind jetzt vergangen und jetzt geben wir die Kartoffeln zu. So, ich denke mal, die ganze Sache wird jetzt noch 30 bis 45 Minuten brauchen. Ja, und dann melden wir uns wieder. 45 Minuten später, die Kartoffeln sind gar. Jetzt geben wir die Petersilie dazu, rühren sie unter und dann wird endlich gegessen.
Ja, wir sind jetzt fertig mit Essen. Die Sache ist gut angekommen. Ich musste ein bisschen nachwürzen. Ich mag es halt ein bisschen schärfer. Und wir sind mit dem 1 Liter Rinderbrühe vollkommen ausgekommen. Muss nicht mehr sein. Ist genug Flüssigkeit drin. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.